Moin, herzlich willkommen. Ja, hier am Samstag zur Vormittagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch. Vierfach-Map 2-1 ohne Gräben. Folge, ich glaube, 468. Bin mir nicht zu 100% sicher, aber da jetzt mal zu 90%. Und ja, gestern kein Livestream, heute auch kein Livestream. Grund ist, hab keine Zeit, aber nächste Woche, Freitag, Samstag, Livestream. So, und wir waren dabei, hier einen Kurs aufzuzeichnen. Und zwar will ich zum Depot fahren und Weizen verkaufen, weil ich einfach viel zu viel Weizen habe. Dafür fahren wir jetzt mal los. Ich mache jetzt hier nicht irgendwie so ein Shishi mit verschiedenen Kreuzungspunkten und hast du nicht gesehen und Kurskombinationen, sondern ich fahre jetzt einfach mal darunter und bringe hier schon mal 90.000 Liter Weizen weg und verkaufe dann erstmal. Weil wir ja noch so viel Weizen ernten. Wir haben so viele Felder voll mit Weizen, dass ich gar nicht weiß, was wir alles damit machen sollen. Brauerei ist voll, die Mehlfabrik ist voll. Ja, keine Chance. Also verkaufen. Es nützt ja nichts. So. Ja, heute 16 Uhr. Nächste Folge: Match Experience gegen Friesenjung. Guck nach, wer die Nase vorn hat, wer die Hosen anhat. Sozusagen. So. Ich habe beim Depot noch nie was verkauft. Ich weiß gar nicht, wo ich da reinfahren muss. Da muss ich jetzt erstmal ganz vorsichtig sein. Dass ich da irgendwie was falsch mache. Da muss ich jetzt erstmal schauen. Da werde ich wohl hier reinfahren müssen. Denke ich mal. Und doch. Wo muss ich dann hin? Wo muss ich denn das dann verkaufen? Kann mir erstmal einer bitte sagen? Ach da. Das so schlau war, Mr. Friesenjung, hier so um und naja, wir schauen mal. Und die Gelduhr läuft nach oben. Genau das soll sie auch. Keine Ahnung, warum es so ruckelt. Kann eigentlich nur wieder an irgendeinem Drecks-Windows-Update liegen. Wüsste nicht warum sonst. Ich habe nichts verändert. Einfach zusehen, dass wir wieder schnell Richtung Hof kommen. Dass wir hier das automatisieren können.
das mit dem Abfahren. Ich muss ganz viele Felder ein bisschen verkleinern, damit das mit dem Cosplay-Abfahren wirklich funktioniert. So, aber auf Silo Depot Silo und Beladung am Startpunkt, Weizen, Fahrer einstellen. Das andere Feld 22, richtig? Dann wollen wir mal gucken, was wir da machen können. Da hätten wir auch noch den Rest drin behalten können. Wäre jetzt überhaupt kein Thema gewesen. Dresche her. Ja gut, den müssen wir dann mal jetzt angucken. So, jetzt muss ich mal eben hier gucken. Wir haben hier doch komische Kurse aufgezeichnet, so Kursbaukästen sozusagen. Mal eben gucken, wo der Kurs ist. Und ich muss den Kreuzungspunkt anzeigen lassen.
Da ist der Anfangspunkt. Okay, alles klar. So, dann muss ich nämlich jetzt hier eben einen Kurs einfahren. Einen kleinen Abfahrerkurs. Und dafür fahre ich jetzt durch die Frucht. Ja, ich weiß, es wird wieder Leute geben, die sagen, nee, das kannst du nicht machen. Aber ihr seht, dass ich es machen kann. Und dass ich es auch machen muss. Los auf zu einem Beginn. Und das ist dann Temp F22 oben. Ja, wir spielen wieder Cosplay Scrabble, Cosplay Puzzle, wie auch immer. Stellen uns dahin. Und beginnen eine Kursaufzeichnung, die dann gleich hier rumfährt. Und uns hier ins Feld fährt. Weiter brauchen wir gar nicht. Das speichern wir als Temp. Oben Feld 22. Und jetzt kommt wieder das Rumgepuzzle. So schalte ich mal hier die Ansicht an. Temp. Also Feld 22 oben. Temp oben. Haferverkauf oben. Und Temp oben. Und das Ganze speichern wir jetzt als Feld 22 AVV-Kauf. Speichern wir ab. Sagen ihm hier, er soll auf Feld 22 Drescher suchen. Und sagen, abfahren. Können wir ihm noch sagen, er soll mir das nicht mehr anzeigen? Er soll mir nicht jeden Wegpunkt anzeigen und er soll mir auch die Kreuzungspunkte anzeigen. Und schon, ja, fährt er. So, welcher Drescher hat jetzt seine Aufgabe erledigt? Dieser Drescher, dieser, jener, welcher auf Feld 2. Fahrer entlassen, kurz flashen. Feld 1 dreschen. Gibt's ja gar nicht. Nächste Folge ist auch schon rum. Aber heute Nachmittag gibt's wieder eine. Dafür gibt's heute Abend keinen Livestream. Nächste Woche Freitag erst. Aber um 16 Uhr gibt's ja auch noch unsere schöne, tolle Folge. Ist der auch fertig hier? Nee. Gibt es unsere schöne nächste Folge vom Match Experience gegen Friesenjung.
Schaltet auch dazu gerne ein. Und ich sag dann mal ciao.